Gut, wir kommen zu unserem nächsten OB-Kandidaten. Wir begrüßen den Herrn Turner und ich übergebe einfach an Isbjörn. Ja, schönen guten Tag, Herr Turner. Vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben für uns. Ich als Eisbär frage mich natürlich, nehme mein hartes Schmilz zu Hause wegen dem Klimawandel. Das ist das eine, aber was kann man speziell hier vor Ort in Stuttgart tun? Was kann ein OB wie Sie, wenn Sie es mal werden sollten, machen für den Klima- und Umweltschutz? Ein OB in Stuttgart kann das machen, was die Stuttgarter am besten können, nämlich sparen, und zwar Energie sparen. Alles, was nicht verheizt wird, erhitzt nicht die Atmosphäre. In Stuttgart werden schon zum Beispiel alle Schulen generalsaniert. Das wird eine tolle Energieeinsparung bringen und da darf man nicht aufhören, sondern das ist das Vorbild für alle öffentlichen Gebäude. Gleichzeitig muss man die privaten Eigentümer, davon gibt es besonders viele gute Häuserbauer in Stuttgart, dafür gewinnen, dass sie das Gleiche machen, sodass wir an allererster Stelle mal Energie sparen. Da spart man Geld und Erderwährung auf einmal. Das ist mit das Klügste. Ja, das glaube ich ist schon ein ganz wesentlicher Anfang, dass man auch Energie spart. Für mich ist auch noch eine ganz andere Frage, die wir heute ganz oft hatten, auch wenn man hin zu erneuerbaren Energien geht. Dann gibt es hier Stadtwerk, wo manche Politiker hier sagen, die sollen wieder in kommunale Hand oder nicht. Auf jeden Fall brauchen wir eine Energiewende. Wie ist denn Ihre Position so dazu, wenn es um die erneuerbaren Energien gerade auch hier in der Region geht? Ja, auch bei den erneuerbaren Energien ist es die Energie am besten, die man erst gar nicht verbraucht. Und deswegen meine ich, Energiesparen ist klar auf Platz 1. Bei den erneuerbaren Energien ist jetzt ganz wichtig, dass man die Stromnetze so entwickelt und ausbaut. Da gibt es eine ganze Reihe von Meinungen. Eine Meinung, die relativ breit verbreitet ist, dass man große Netze braucht, um mehr Flexibilität zuzulassen. Das muss einfließen in die Überlegungen zu den Stadtwerken. Anderer Punkt, der hier in der Hauptstadt des Automobils natürlich ein wichtiger Punkt ist, wir müssen zunächst dazu kommen, dass die Verbrennungsmotoren weniger brauchen, dass man also für den Liter weiterkommt oder weniger verbraucht für die Strecke. Und dann wäre es schön, und da muss ein neuer Oberbürgermeister helfen, wo er nur kann, wenn wir in Stuttgart den Weg schaffen, dass wir hier das nächste Kapitel des Auto schreiben, dass wir hier die Autos bauen, die nicht mehr oder weniger jedenfalls zur Erderwärmung, zur Atmosphärenerwärmung beitragen. Ja, das finde ich ziemlich gut als Eisbär natürlich, wenn die Autos hier weniger CO2 ausstoßen. Wie könnte das konkret beispielsweise aussehen? Gibt es da erste Ansätze oder was könnte man da als OB dabei machen? Als Oberbürgermeister können Sie zunächst einmal bei sich selber anfangen. Sie können sagen, ich fahre, wo es nur geht, mit der Stadtbahn, mit dem Bus. Das mache ich schon. Nun bin ich noch nicht OB, aber das möchte ich auch, soweit es nur möglich geht, weitermachen nach der Wahl. Dann können Sie Anreize schaffen, dass möglichst viele Leute umsteigen. Dazu gehört, dass der Nahverkehr, der in Stuttgart gut ist, dass der weiter ausgebaut wird. Dazu gehört, dass man Formen findet, da wo der öffentliche Nahverkehr nicht hinkommt, dass man da umsteigen kann. Dazu gehört, dass wir die tolle Chance, die die Elektrofahrräder für eine Stadt wie Stuttgart bieten, nutzen. Bis jetzt ist es so, dass Sie mit dem Fahrrad gut auf den Fildern fahren können, aber es ist ganz schön anstrengend, wenn Sie aus dem Tal hochfahren, auf die Waldau zum Beispiel. Ich habe das als Schüler früher gemacht, da sind Sie aber auch verschwitzt. Mit den Elektrofahrrädern sind Sie viel energieschonender, viel atmosphärenschonender unterwegs als mit dem Auto. Also da gibt es ganz viele Chancen wahrzunehmen und dazu gehört natürlich dann, dass man Fahrradwege ausbaut und das überhaupt eine ganz neue Mentalität schafft, dazu beiträgt, dass die Leute sagen, Energie sparen, weniger CO2, das ist eine ganz tolle Art, sich fortzubewegen, das macht mir auch noch Spaß. Das ist ja schön, ein Oberbürgermeister, der Fahrrad fährt, finde ich gut als Eisbär, ne? Was ich mich halt auch noch frage, ist so, ob dann nicht, wenn mal Auto gefahren wird, die vielleicht auch weniger verbrauchen sollten? Ja, unbedingt. Das hatte ich vorhin schon gesagt. Kann man nicht oft genug sagen. Je weniger ein Motor verbrennt, desto besser. Und nun haben wir in Stuttgart eine ganze Reihe von Unternehmen, die in dem Bereich Weltspitze sind, als Hersteller, als Zulieferer. Und da müssen wir einfach von der Stadt den Rückenwind geben, dass die in ihren Entwicklungen immer besser werden. Sind nicht gerade die Autos aus Stuttgart auch immer manchmal so ein bisschen schwer und verbrauchen deshalb schon mehr als andere Autos auch?
Ja, das ist so. Also aus Stuttgart kommen vor allen Dingen Luxusautos. Mercedes ist hier zu Hause, Porsche ist hier zu Hause, Bosch und viele andere Zulieferer. Und gerade für die Autos gilt natürlich auch, dass die auch umweltfreundlicher werden müssen. Und auch da werden Fortschritte gemacht. Ja, das hoffe ich. Das hoffe ich sehr für meine Arktis, ne? Und was, wenn wir gerade beim Thema Arktis auch sind, das ist ja so, meine Arktis schmilzt zu Hause. Ich kriege das sehr stark mit. Für mich ist auch die Frage, welche Priorität hat das dann letztendlich hier in Stuttgart? Manche OBs haben gesagt, das merkt man hier dann auch ganz stark, die Folgen des Klimawandels. Aber was ist dann letztendlich so im Vergleich zu anderen Themen, wie wichtig ist Ihnen dieses Thema Umwelt- und Klimaschutz hier vor Ort in Stuttgart? Was würden Sie sagen, ist denn so, ist das rangiert das so auf Platz 3 oder auf Platz 1 oder auf Platz 5? Also es ist schwierig, die wichtigen Themen für die Menschen in eine Reihenfolge zu bringen. Wenn Sie mich jetzt fragen, ist Bildung wichtig oder Umwelt, dann ist die richtige Antwort, es hat keinen Sinn, gebildet, aber vergiftet zu sein. Ja? Und doof und unvergiftet ist auch keine Alternative. Also Sie müssen mehrere Dinge auf einmal schaffen. Und das ist in Stuttgart, glaube ich, gar nicht so schwer. Stuttgart hat schon in vielem bestens angefangen. Sie haben es vielleicht mitbekommen, es gab eine Rangliste der Städte in Deutschland. Welche Stadt ist die nachhaltigste? Und Sie ahnen es, auf Platz 1 steht Stuttgart. Das ist nichts zum drauf aufruhen, aber das ist ein wunderbarer Anfang. An der Stelle müssen wir weitermachen, dass Stuttgart bei der Nachhaltigkeit, ganzheitlicher Umweltschutz, ganzheitliches Energiesparen weiter eine führende Stadt bleibt. Und das will ich als OB genauso fortsetzen, wie es bisher gemacht wurde. Würden Sie ein konkretes Klimaschutzziel formulieren, zum Beispiel so und so viel Treibhausgasausstoß weniger bis 2020? Die Klimaziele, die bis jetzt von den Klimaforschern ausgegeben worden sind, sind von denen selber schon wieder kassiert worden. Deswegen weiß ich nicht, ob ich als Nichtwissenschaftler jetzt die darin übertreffen sollte, Aussagen zu machen. Aus meiner Sicht ist es klar, es muss immer weitergehen und die große Chance von Stuttgart ist mit den vielen Technologieunternehmen, die hier sind, dass wir sagen, wir als Stadt wollen, wo immer wir nur können, das Beste und Modernste und Klimaschonendste haben, um hier ein Vorbild zu sein für die Welt. Dann haben wir hier nicht nur den besten Klimaschutz, sondern wir haben auch noch Arbeitsplätze, wo Dinge hergestellt werden und ausgedacht werden, die der ganzen Welt dabei helfen. Alles klar. Und das finde ich sehr nachvollziehbar, zu sagen, man macht immer das Beste, aber es ist nicht auch manchmal gut, ein verbindliches Ziel zu haben, um dann vielleicht sich daran messen zu können, um das auch verpflichtend zu haben und das dann tatsächlich dann durchzuführen. Ja. Sie haben vollkommen recht, es geht nicht ohne Ziele. Auf der anderen Seite ist es nicht sinnvoll, Ziele so ins Blaue hinein zu formulieren. Deswegen wäre mein Ansatz, dass mit jedem Bereich der Stadt man darüber redet, was ist das richtige Ziel. Und vielleicht ist der Treibhausabgasausstoß null manchmal das Richtige. Auch das kann man Fall für Fall hinbekommen. Auf jeden Fall muss das Ziel sein, es zu senken. Alles klar. Ich merke schon, Sie beschäftigen sich auf jeden Fall mit diesem Thema Umwelt. Gerade für mich als Eisbär, den es gerade sehr stört, dass da Shell versucht, in der Arktis nach Öl zu bohren, was ich für sehr risikoreich halte, würde ich mich freuen, wenn Sie sich hier unsere Unterschriftenliste mit nach Hause nehmen könnten, sich informieren und dann auch eventuell unsere Petition mit unterstützen, zu sagen, wir wollen ein Schutzgebiet in der Arktis. Ja, ganz lieben Dank, das nehme ich gerne mit, das schaue ich mir genau an. Ich habe Ihnen auch was mitgebracht. Ich weiß nicht, ob Eisbären Brezeln essen, aber ich habe eine für Sie dabei. Die Miteinander-Brezel aus Stuttgart und ich hoffe, sie schmeckt auch Eisbären. Ja, ich glaube, die wird dem Eisbären schmecken. Wunderbar. Vielen Dank. Danke Ihnen. Jetzt können wir uns auch die Hand geben, lieber Eisbär. Hier ist die Tatze. Dankeschön.